Hallo zusammen, hier ein neues Video von mir mit Master und diesmal über Marauders. Heute rausgekommen, dem 5.5.2022 als Closed Alpha auf Steam. Heißt aber eigentlich Open Alpha, weil man kann sich hineinkaufen. Es ist noch nicht auf Steam sozusagen käuflich erhältlich, aber auf der Homepage von den Entwicklern selber kann man sozusagen sich die Alpha Key erkaufen. Und dieses Spiel spielen. Was erwartet euch mit Marauders? Es ist eine Mischung aus Escape von Tarkov, Sea of Thieves im Weltall und lustigen Ideen, die es so insgesamt gibt. Ich habe tatsächlich bis jetzt auch noch nicht so viel gespielt, Level 2, aber es ist jetzt schon so weit, dass ich sagen kann, es gefällt mir, die Richtung, die Entwickler gehen, ist auf jeden Fall eine gute. Insgesamt, ihr seid ein Space-Pirat, die Welt ist wie immer untergegangen und wir müssen uns sozusagen Beute und unser Leben erstehlen und erkämpfen. Das tun wir entweder als Solospieler oder wir machen ein Team auf, bis zu 3 Leute maximal kann ein Team sein und können dann in Missionen springen. Um das jetzt aber kurz noch wegzunehmen, immer der Team-Captain, dessen Schiff wird benutzt, das nur als Vorwarnung weg. Dann haben wir sozusagen ein Gear, so ähnlich wie Escape von Tarkov oder DayZ oder wie wir sie auch alle nennen wollen, diese ganzen Survival-Shooter, wo man den Loot anderer Spieler nehmen kann. Können wir uns hier equippen. Ich habe jetzt mir schon ein bisschen Items angezogen. Letztendlich kann ich ja mal ausziehen, damit ihr seht, wie schick ich auch so aussehe. Gasmaske. Ist rudimentär, also im Vergleich zu Escape von Tarkov viel einfacher gestrickt, aber ich mag das, ich brauche das nicht. Man kann hier Waffen auch attachen und ummodden, das geht ja auch, aber halt nicht wie in Tarkov so ganz ins Detail. Das sieht man auch schon an der Munition. Man kann später sich Sachen freispielen, wie ihr seht. Könnte mich also jetzt hier verschiedene Kostüme erkaufen, wenn ich die mir spielen möchte, was sehr sinnvoll ist, wenn man im Team zusammen ist, denn man erhält in-game natürlich keinerlei Indiz, wer mein Freund ist und wer mein Feind ist. Dann gibt es Trader, die wie in Tarkov so funktionieren, dass sie eine Rufstufe haben und je besser eure Rufstufe ist, desto besseren Loot und bessere Preise bekommt ihr und mehr Loot bekommt ihr. Der Unterschied ist nur, dass bestimmte Trader zu bestimmten Uhrzeiten sind. Das heißt, die wechseln durch. Ich kann nicht jedes Mal wie in Tarkov zur Medic gehen und da alles kaufen. Ich bin angewiesen, was da ist. Das ist ein interessanter Ansatz. Finde ich nicht schlecht. Contracts, es gibt 3 Fraktionen, die ihr seht hier oben. Dazu gibt es dann bestimmte Quests mit bestimmten Belohnungen. Und diese Quests müsst ihr dann erledigen und bekommt die Lohnung und auch Ruf. Was wiederum bei den bestimmten Fraktionen Bonis und Einkaufsmöglichkeiten freischaltet. Crafting gibt es auch. Dieses Crafting ist aber anders wie in Tarkov. Wir müssen uns hier per Level einerseits freischalten und per Tokens, die wir fürs Level abbekommen. Ich habe mir hier schon mal die Bandage freigeschaltet. Da brauche ich dann halt Duct Tape. Interessante Bandage übrigens. Letztendlich, als nächstes werde ich mir den Lockpick holen. Na, und da seht ihr, dann brauche ich Level 3. Ich brauche einen Crafting-Token und etwas Geld, um das Rezept überhaupt freizuschalten. Das Ganze ist auch noch interessant deswegen, weil unser Charakter mit Max Level 40 ausgelevelt ist, aber wir prestigen können. Also das, was sozusagen Tarkov irgendwann mal in 20 Jahren vorhat, ist hier schon drin. Das können wir auch hier sehen. Unser Inventar können wir dann erweitern über diese Prestige-Punkte. Also jedes Mal, wenn ich prestige, erhalte ich einen Punkt. Und mit dem ersten Prestige könnte ich dann zum Beispiel hingehen und hier mir extra Raum für mein Inventar freischalten. Es gibt dann auch später soll es Skillbäume geben und andere Möglichkeiten, wo man die Punkte ausgeben kann. Es ist noch eine Alpha, dafür läuft es aber schon ziemlich geil. Was das Ganze aber noch interessanter macht, meiner Meinung nach, ist, dass wir jetzt... Ach, hier sieht man es übrigens, jetzt habe ich jemand anders zum Traden. Der hat dann noch prompt andere Angebote. Irgendwas Interessantes? Nein. Ein Suppressor für wahrscheinlich die Uzi. Wäre auch nicht schlecht, ne? Dann hört man mich nicht. So, das haben wir jetzt erstmal so. Jetzt kommen wir zu einem elementaren Unterschied. Zu allen Spielen, die wir bis jetzt gespielt haben. Was das angeht in Full Looter. Hier gibt es Raumschiffe. Das hier ist das Standard 0815 Raumschiff. Das habt ihr immer. Wir können aber zusätzlich, seht ihr hier oben, 3 zusätzliche Raumschiffe bekommen. Sind auch schon ziemlich viele sozusagen in-game. Und hier können wir mehr Slots freischalten, um die Raumschiffe zu machen. Zum Beispiel gibt es ein Scout-Schiff. Das Scout-Schiff ist eigentlich One-Shot von jedem anderen Schiff, aber ist ultra schnell.
Wenn ihr das Gadget verliert, müsst ihr es erstmal wieder zusammenbauen oder zusammen kaufen, bevor es benutzt. Sonst habt ihr das. Also ihr könnt hier Schiffe verlieren. Und das Geile ist, wenn jemand eine dicke Fregatte hat und denkt, er ist jetzt der Held und läuft alleine rum, könnt ihr die Fregatte später kapern, ihn töten und die mit seiner Fregatte rausfliegen und dann ist das eure Fregatte. So ein bisschen Piratenschiff klauen ist es. Dieses Spiel hat auch zwei, ich nenne es mal Ebenen, auf denen man es spielt. Das zeige ich euch jetzt in-game. Einmal ist es dieses ganze Schiffsteuerung, bis jetzt Sea of Thieves, das meinte ich ja, ne? Man ist ja mit zwei seiner Freunden dann unterwegs. Einer benutzt dann die Bordkanone, der andere nimmt den Scanner und einer gleitet durchs All sozusagen. Man kann aber auch so Escape Pods nutzen, um entweder von seinem Schiff, dem untergegenden Schiff, zu fliehen oder andere zu breachen. Das heißt, ich nehme den Escape Pod und kann diesen in das Schiff von den anderen, die Fregatte, wie erwähnt, reinrammen, die Leute da töten und dann übernehme ich die Fregatte, dann ist das meine. Und das finde ich mega geil. Denn zum einen haben wir hier sozusagen dieses Weltraumschiff-Spiel, in dem man spielt, und andererseits den Ego-Shooter, aka normalen Shooter, Loot-Shooter. Den seht ihr jetzt auch hier. Nichts Besonderes, für eine Alpha ist alles Wichtiges da, mein HP, mein Inventar. Ihr seht, das Inventar ist auch super knapp. Wenn ich einen Rucksack hätte, wäre jetzt hier unten noch mehr Inventarslots. Das haben wir aber leider nicht jetzt gekauft. Und hier sind die verschiedenen Steuerungen. Wenn ich alleine bin, kann ich die Bordkanone und das Raumschiff steuern. Das geht nicht mehr, sobald man mit zwei Leuten ist. Dann muss jemand anders hier diese Kanone steuern. So, und jetzt können wir hier ein bisschen rumfliegen. Wir haben jetzt den Auftrag, unter anderem die Raumstation. Da oben seht ihr das Gelbe. Da könnte ich reingehen, um zu landen, um dann sozusagen die Raumstation. Das da hinten sind übrigens andere Spieler. Bis zu 12 sind aktuell da. Es sollen hochgeschraubt werden oder die Entwickler testen das gerade aus, weil es ja auch Alpha ist. Eventuell bis 24, was ich extrem viel halte, weil jetzt mit 12 Leuten ist schon viel los. Wir könnten also gucken, was diese Spieler da machen und sogar versuchen, die zu hijacken. Diese Erbsenschale, die ich jetzt hier habe, da ist übrigens auch einer. Den könnte ich jetzt auch versuchen anzuschießen. Mal ein bisschen zu treffen, weil wir haben ja Projektile. Oh, der schießt aber auch auf mich. Das heißt, er hat getroffen. Eieieiei, der schießt aber ein gutes Stück besser als ich. Und mit diesen Erbsenkanonen oder mit diesen Erbsen kann man dann jetzt rumfliegen. Da sieht man auch schon. Ei, der will mich aber. Jetzt gibt es jetzt schon das erste Battle hier draußen. Aber wir wollen uns jetzt eigentlich gar nicht. Ja. Oh, unser Schiff ist jetzt fast kaputt, wie wir sehen. Okay. Schiff im Eimer. Aber ich kann jetzt Folgendes machen. Dann kann ich das jetzt auch mal direkt zeigen. In die Escape Pods. Das ist jetzt unser Schiff. Hier würde jemand reinkommen, der sozusagen uns breacht. Und hier können wir dann, steht auch hier oben, Escape Pods. Da gehen wir jetzt rein und verlassen das sinkende Schiff. Und gehen einfach auf das Schiff von jemand anderem, wenn wir das schaffen. Hm? Schwupps. Hat die Animation. Escape Pod selber fliegt man halt so rum, wie ihr es jetzt hier seht. Ich kann jetzt. Sehe jetzt aber gar nicht mehr die Leute, die jetzt hier rumfliegen. Sind die alle getötet worden? Oder da ist, glaube ich, einer, ne? Versuchen wir den mal zu breachen. Oder ist der auch schon dead? Ich glaube, der ist nicht dead. Das ist sogar eine Fregatte. So, und jetzt die Besonderheit beim Breachen ist, wenn ihr unten auf den. Breach Boost Ready. Ich muss in die Reichweite kommen. Von dem Schiff. Der hat mich jetzt wohl noch nicht gesehen. Jetzt drücke ich F oder Spam F und dann passiert das. Es ist halt eine Animation, dass wir jetzt gebreached sind. Ist nicht das Schönste, aber ist immerhin dienlich. Und jetzt bin ich auf einem fremden Schiff und kann hier bashen oder werde gebasht. A la Escape von Tarkov. Es kann nur einen geben und der bin hoffentlich ich. Man hört sehr gut die. Ich glaube, da ist jetzt einer abgehauen hier. Jo, da ist einer abgehauen. Da war schon jemand hier drauf. Die Ratte, die hat das sinkende Schiff verlassen. Glaub's nicht. Bin ich jetzt hier auf einer. Gibt tatsächlich auch später die Taktik, dann sozusagen so Attrappschiffe zu nehmen.
Damit die Leute die preachen und dann die Herrenschiffe zu nehmen und so. Also ihr seht schon, die Möglichkeiten dieser Spiel, des Spiels ist jetzt schon richtig groß. Das System ist aber noch voll im Takt. Okay, wieso ist denn da jetzt einer abgekommen? Der Loot liegt hier aber auch nicht rum. Da ist jemand. Über uns. Wie kommen wir da hoch? Schauen wir mal. Und da bin ich tot. Das war das Schussgefäß. So schnell geht's. Wie in Tarkov habe ich jetzt alles verloren. Hätte ich jetzt ein eigenes Schiff gehabt, also nicht die Nussschale, hätte ich das auch verloren. Und müsste jetzt von neuem angehen. Kann mich also wieder equippen. Seht, ein bisschen XP gibt es. Für Raid Links. Es gibt NPCs, die nennen sich Marauders. Und es gibt dann natürlich auch Marauders, Entschuldigung, die Spieler. Und ich glaube, die Raiders sind die NPCs. Also Marauder und Raiders gibt es. Es gibt also auch schon sozusagen NPCs. Es gibt Spezialevents zum Beispiel. Das hatte ich an der Bane in seiner ersten Runde, dass er dann sozusagen auf eine Fregatte getroffen ist, die krass equipped war. Ihn komplett zerschossen hat. Er hat es geschafft, die zu breachen, aber da waren dann 20 NPCs drauf, die ihn alle zerschossen haben. Also es ist schon ziemlich viel Content dafür da, dass es eine Alpha ist. Insgesamt mega gut. Mir gefällt das richtig. Hab richtig Spaß jetzt. Die paar Runden, die ich jetzt gespielt habe, auch wenn ich jetzt verloren habe, hatte ich dennoch Spaß, weil ich sehr viel Potenzial in dem Spiel sehe. Und sollte euch das gefallen, wie gesagt, wartet den Early Access ab. Wenn ihr sagt, das ist auf jeden Fall für euch, dann müsstet ihr es aber auf deren Home-Seite kaufen. Auf der Homepage. Ich kann euch jetzt auch noch nicht so viel mehr zeigen oder sagen, außer dass ich hellauf begeistert bin. Es ist eine Mischung aus Escape from Tarkov, Hunt Showdown und Sea of Thieves für mich. Und sie ist stimmig. Sie macht richtig viel Spaß. Alles richtig gemacht. Ich hoffe, die Entwickler setzen noch viel in Form von Content in her, dass man, wenn man Prestige, noch mehr coolere Sachen bekommt und so weiter. Dann bin ich mega glücklich und hab viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch überzeugen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, baba.